dem Karl Keinrath. Einer, ja, man kann sagen, war ein Bodybuilding-Legende. Erstmal Karl, grüß dich und wie geht's? Mir geht's gut, Gott sei Dank. Mir geht's ganz gut. Ja. Danke. Die wievielte FIBO ist das jetzt für dich? Ich kann sagen, sicher die 20. Die 20. Ja. Okay. Kannst du dich noch so an die ersten FIBOs erinnern? Ja, das war auch in Köln. Ja. 1987. Da war 3 Jahre in Köln und dann in Essen ist es genau weitergegangen. Ja. Und jetzt wieder in Köln. Ne? Was waren denn damals so die Highlights auf der FIBO? Weißt du das noch? Es waren sehr viele Athletenauftritte. Okay. Mehr als jetzt. Also an und für sich sehr wenig jetzt. Ja. Aber Bodybuilding war ganz groß. Okay. Die Olympia waren auch immer vertreten, alle Olympia. Und alle Weltmeister, also die FIBO war dementsprechend gut besucht, so wie sie auch jetzt gut besucht, aber das Interesse für Bodybuilding war enorm da. Okay, das klingt ein bisschen so, als ob es damals so eher um den Sport ging und um die Athleten und nicht so sehr um Nahrungsergänzungsmittel, Klamotten etc. Ja, es ist schon auch, aber die Leute wollten die Athleten sehen. Ja. Also das war im Vordergrund. Okay. Das andere, die Begleitung oder die Ernährung, das ist dann immer größer geworden, immer mehr geworden, weil das Interesse größer geworden ist wie die Ernährung. Okay. Kannst du dich noch an so ein paar Supplements erinnern, die es damals gab, so vor 20 Jahren ungefähr? Naja, das war ganz groß, war Inkosport. Okay. Multibauer, Weider war damals schon. Ja. Und das waren die großen Firmen. Mhm. Und andere sind dann später gekommen. Dann. Also, aber das waren die führenden im Ernährungssektor. Und die waren damals dann auch schon auf der FIBO? Die waren schon auf der FIBO, ja. Okay. Weider war schon immer vertreten, Multibauer ganz groß, Inco ganz groß. Also das waren ja diese, oder Allstar ganz groß. Ja. Ja. Wenn du heute so auf die FIBO gehst, was ist da so dein erster Gedanke? Denkt man da noch so zurück und vergleicht das mit dem, wie es damals war? Ja, ich besonders, weil ich 32 Jahre selbst ein Fitnessstudio gehabt habe. Ja. Und das Interesse für mich sehr groß war, was gibt es Neues? Okay. Welche neuen Trends gibt es und so weiter? Welche neuen Geräte? Und das wäre für mich ein wichtiger Grund, die FIBO zu besuchen. Okay. Guckst du da heute auch noch nach Trends, was Neues gibt? Ja, oder? Schon, weil ich auch immer noch im Fitnesssport tätig bin. Personal-Trainer. Das sieht man ja auch. Und dadurch interessiert mich alles, was neu ist. Ja? Okay. Du hast ja damals mit Arnold trainiert. Ja, wir haben in Graz begonnen. Ja. 1964. Okay. Bis 66 und dann ist er nach München gegangen als Trainer. Ja. Und später dann noch in die USA. Aber wir waren ganz gute Trainingskameraden, also Trainingskumpeln. Okay. Und vor einer Woche haben wir uns wieder getroffen und das war eine schöne Aussage von ihm. Er sagte zu mir: Karl, ich kann mich noch genau an das erinnern, wie wir zusammen mit deinem ersten Auto nach Stuttgart gefahren sind, zu meiner ersten Meisterschaft. Ja. Das ist eine schöne Erinnerung für mich. Ich habe nichts vergessen. Hat er die Meisterschaft denn da auch gewonnen? Ja, gewonnen. Ja. Und auch der Busek hat ihn gleich engagiert als Trainer dann in München. Okay. In was für einem Gym habt ihr damals trainiert in Graz? Das Graz, unser Gym war ein Gewichtheberverein. Okay. Wir haben Gewichtheben, Kraftdreikampf. Und Bodybuilding war unsere Lieblingsbeschäftigung. Ja. Aber aus dem Verein eigentlich sind wir ganz groß geworden. Das heißt, wir haben ganz, ganz gute Athleten gehabt, die im Bodybuilding einiges gewonnen haben, international auch gut waren. Und wir sind eigentlich eine zusammengeschweißte Gemeinde gewesen. Also richtig, wie soll man sagen, Pioniere auf dem Gebiet. Okay. Es hat in Graz hat nichts anderes gegeben, nur einen Verein. Kannst du dich noch das erste Mal erinnern, als du den Arnold kennengelernt hast? Ja, freilich.
Die erste Begegnung mit ihm war im Verein. Und wir waren uns eigentlich sehr sympathisch auf Anhieb. Ja. Und wir haben gemeinsam gleich zum Trainieren begonnen. Also wir haben zusammen trainiert. Okay. Und es hat Spaß gemacht, mit ihm zu trainieren. Es war immer lustig. Ja. Ja. Ja, okay. Hat immer eine guten Schmähauflage gehabt. Ja. Das heißt auf Deutsch. Ja, guten Spaß für alle, die keinen Bayerisch können. Viel Spaß beim Training, das war ja wichtig. Aber er hat sehr hart trainiert, schon damals, ja. Sehr hart. Wie war das da? Wart ihr da körperlich, weit auseinander? War er irgendwie größer, schwerer oder wart ihr eigentlich relativ ähnlich? Er war schon besser, besser entwickelt. Aber ich habe auch schon gute Erfolge gehabt. Okay, ne? Also ihr wart nicht so weit auseinander damals, zu der Zeit. Es gibt auch noch Fotos im Internet, wenn du schauen möchtest, wo wir zusammen auf der Bühne stehen. Okay. Ich war dann auch in Graz bei der österreichischen Meisterschaft. 1968 war ich Mr. Austria. Ja. Und da war ich auch Gastfrei. Okay. Und da sind wir beide auch auf der Bühne. Aber sehr schöne Erinnerung gewesen. Okay. Damals, als du mit dem Arnold dann mehr zu tun hattest, hast du da schon gemerkt, dass da so mehr in dem schlummert und der irgendwie mal so was ganz Großes wird? Oder hast du dich selber so ein bisschen über seinen Werdegang gewundert? Nein, also seine Aussage war, ich möchte der beste Bodybuilder werden. Ja. Ja. Und ich wäre auch viel Schauspieler. Hat er damals schon gesagt. Okay. Ja. Wir haben alle noch ein bisschen geschmunzelt und nicht daran richtig geglaubt. Aber sein unbändiger Ehrgeiz, man hat gesehen, er ist den geraden Weg gegangen, er hat gesagt, ich möchte nach Amerika, das ist mein Wunsch. Okay. Und genau das hat er alles erreicht, was er wollte. Aber nur durch seinen unbändigen Willen. Ja. Hat es dich da damals nicht irgendwie gereizt, da einen ähnlichen Weg einzuschlagen? Für mich war das keine Frage. Für mich war das Bodybuilding die schönste Nebensache. Okay. Ich habe meinen Beruf gehabt, ich habe meine Familie gehabt, damals schon. Okay. Und für mich war das keine Frage, dass ich aus Graz weggehe. Ja, okay. So. Aber wir haben die Freundschaft gepflegt. Ja, wenn er nach Graz gekommen ist, war er bei mir im Studio, hat mit mir trainiert. Und das war immer eine schöne Erinnerung, eine schöne Zeit. Okay. Hast du ihn auch mal in den USA besucht? Ja, war zweimal bei ihm in den USA, habe ihn besucht und habe seine Frau kennengelernt, die Maria. Okay. Und also, ich muss sagen, er ist einen richtig seinen Weg gegangen. Ja. Das ist eine unheimliche Größe. Das ist ein Vorbild noch für viele andere auch noch. Okay. Wenn ihr damals zusammen trainiert habt, kannst du dich da noch so ungefähr an eure Kraftwerte erinnern? Ja, wir haben sehr schwer trainiert. Ja. Bankdrücken war unsere Lieblingsübung. Ja. Okay. Bankdrücken war bis 200 Kilo. Okay. Ja. Und am liebsten haben wir Klimmzüge gemacht. Ja. Klimmzüge. Bis zum nicht mehr, bis zum geht nicht mehr. Okay. Und nachdem, dass wir auch Gewichtheber waren, haben wir sehr schwer Beine trainiert. Ja. Kniebeuge und Kreuzheben. Ja. Ja. Also waren wirklich gute Athleten, gut ausgebildet und haben auch in der Steiermark, also das ist ein Gewichtheberverein, haben wir so Meisterschaften gemacht, Mannschaftsmeisterschaften und waren den anderen weit, weit überlegen, von der Kraft. Ja. Damals hat es drei Disziplinen gegeben. Weitarmig drücken, reißen und stoßen. Okay. Ja, und beim Drücken haben wir schon so viel Gewichtüberschuss gehabt, dass wir alle beiden anderen Disziplinen verlieren haben können. Okay. Dadurch, weil wir so stark waren. Ja. Ja. Wie war das damals bei euch? Ihr habt wahrscheinlich nicht so viel Supplements etc. gehabt, sondern habt da wahrscheinlich alles über die Ernährung gemacht, oder? Ja, Ernährung, das war der große Punkt. Wie können wir Ernährung reinbringen, wie können wir Eiweiß reinbringen? Da haben wir dann überlegt, es gibt Trockenmilch, Trockenmagermilch, die hat 36% Eiweiß. Ja. Wies, das ist ein Nebenprodukt der Biererzeugung, Hefe, Sojabohnen, entfettet, und Eier, Honig rein, und extra das? Pur rein, und das einen Liter heißer Milch. Ja. Und gemixt, hat es geschmeckt? Gemixt, grauenhaft. Aber es hat seinen Zweck
erfüllt. Wir sind aufgegangen, ja, wie die Germ. Wie Germ, weißt du? Ja. Gehebe. Ja. Okay, und was habt ihr dann später? Also habt ihr dann da später mehr auf Fleisch oder Fisch, ja, etc.? Fleisch haben wir alle gern gegessen. Fleisch war natürlich unsere Hauptspeise. Ja. Aber das Trankerl, haben wir gesagt, das Trankerl, ja, das war am wichtigsten. Weil okay. Ohne Trankerl haben wir keine Kraft gehabt. Ja? Und gab es dann direkt nach dem Training oder? Das ist ja in der Früh einmal und am Abend noch einmal. Okay. Zweimal, okay, am Mittag. Also, habt ihr damals dann auch Kalorien gezählt oder war das einfach nach dem Motto, so viel wie nur geht? Nur was geht rein. Was geht? Okay. Auf Masse gehen. Ja. Also Definition war noch nicht im Vordergrund. Ja. Definition ist viel später gekommen, aber Masse war gefragt. Und wenn es dann zu einem Wettkampf kam, wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Ganz normal. Also nicht so wie heute mit einer strenger Diät. Sondern es war eben nicht so gefragt, das war eine Schärfe, aber die einzelnen Muskelpartien hat man schon sehen müssen. Ja. Ja. Also die Konturen, die eine leichte Definition. Nicht so wie heute, ja, aber man hat schon müssen definiert sein. Und wichtig war natürlich die Proportion. Ja. Weil wenn die Proportion nicht stimmt, dann kannst du noch so einen Körper haben, aber wenn nicht zusammenpasst, die Harmonie, ja, ist entscheidend. Ja. Also, hattet ihr damals schon irgendwelche Vorbilder? Freilich. Ja. Und zwar Red Spark, Cliff Reeves, dann Jerens Ross, das waren die ganz alten Bodybuilder, okay, die ersten Magazine gegeben. Okay. In Graz, die, ja, amerikanischen Magazine. Oder wie dann hießen die? Ja, aber einen guten, der gut Englisch hat, hat uns das immer übersetzt. Okay. Und dann haben wir die Übungen gesehen dort. Ja. Und da hat die Übungen nachgemacht. Okay. Ja? Okay. Als der Arnold dann nach München gegangen ist, da hat er als Fitnesstrainer gearbeitet. Ja, ja. Richtig. Und später ist er dann in die USA, um Schauspieler zu werden. Ja, zuerst ist er einmal die Olympia gewonnen. Ja. Also er trainiert beim Weider, hat ihn ja engagiert. Er kam bei ihm, also er unterstützt ihn, kann die Fotos machen in Magazine und kann bei ihm arbeiten. Ja. Aber Arnold war mit dem nicht einverstanden, mit dem ganz, sondern wollte ja mehr machen. Er wollte nicht nur Bodybuilding, sondern wollte ja weiterkommen, zum Film kommen. Und so ist ihm auch das gelungen. Er ist durch seinen Ehrgeiz, durch seinen unglaublichen Willen. Ja, das hat dich ja sicher immer inspiriert, auch dieser Willen, den Arnold hatte. Gab es da für dich nie also die Ambitionen, was Wettkämpfe angeht, da auch mehr zu machen? Nein. Nee? Für mich nicht. Ja, ich war zweimal Weltmeister. Okay. Bei den Amateuren. Ja. 1970 in Belgrad und 1989 bei den Masters in Brasilien. Okay. In São Paulo. Und ich war bei 14 Weltmeisterschaften aktiv dabei. Okay, das heißt, ich bin rund um die Welt gekommen. Ja. Der Bodybuilding war für mich immer, wie gesagt, die schönste Nebensache. Ja. Aber ich wollte nie Profi werden. Nie. Okay. Ich habe meinen Beruf gehabt, ich bin Fernmeldetechniker, ja, und habe ein Fitnessstudio gehabt. Also für mich war das Leben ausgefüllt. Okay. Aber eine Familie mit 3 Kindern, also was soll's. Okay. Alle können ja nicht nach Amerika auswandern. Nee, richtig. Wie kam das denn, dass ihr euch dass ihr einen YouTube-Channel gegründet habt? Wie kam es dazu? Ein was? Euren YouTube-Channel. YouTube-Channel? Ja. Das war die Idee von Bauer, von Miki, ja, der gesagt hat, ja, wir können ja aus deinem Namen etwas machen. Ja. Du hast die Erfahrung, die langjährige, ich bin trainiert 56 Jahre. Ja. Und es wäre schade, wenn man das irgendwo nicht den Publikum zeigt und so weiter. Und ich muss sagen, die Anhängerschaft ist ziemlich gewachsen in der Zeit. Ja. Wir machen schöne Videos und so weiter, Trainingsvideos, und das kommt ganz gut an bei den Leuten. Hast du davor irgendwie dir andere YouTube-Channel angeschaut? Hast du das so ein bisschen verfolgt? Auch schon, ja. Ja. Ja, ja. Aber es ist so, wir sind erst so richtig am Anfang, aber es geht schon aufwärts. Man sieht, es kommt gut an bei den Leuten, und es ist wichtig für uns, dass wir weitermachen. Ja? Habt ihr neue Ideen reinbringen und so. Habt ihr irgendwelche Kooperationen mit anderen geplant?
Geplant haben wir schon, ja. Ja. Also wir sind ja deswegen auch auf der Messe, auch um hier Kontakte zu knüpfen. Ja, okay. Ja, das ist auch wichtig, ja, für uns. Okay. Gibt es jetzt schon irgendwelche Events oder ähnliches? Oder hast du noch mal vor, auf die Bodybuilding-Bühne zu gehen? Die Bühne ist sicher nicht mehr. Ich bin jetzt 75 und mit 75, es gibt keine Kategorie mehr. Ja. Mit 75. Also für mich ist es wichtig, gesund zu bleiben, gut zu trainieren, mich gut zu ernähren und ein Vorbild für andere zu sein. Ja. Das ist jetzt für mich interessant. Und auch meine Erfahrung, meine Dinge weiterzugeben, den Leuten, den jungen Leuten zu helfen. Und ich habe immer großen Spaß daran, wenn ich sehe, wenn die Leute auch mir folgen und die Erfolge immer besser werden. Ja? Ja. Ob das jetzt im Fitnesssport ist oder ob das im Wettkampfsport ist, beides möchte ich sehen und mit den Leuten helfen. Ja. Wie lange trainierst du jetzt schon? Wie viele Jahre trainierst du jetzt schon? 56 Jahre. 56 Jahre. Und was ist da dein Geheimrezept, um so lange am Eisen zu bleiben? Weitermachen. Immer weiter. Nicht aufhören. Ja. Hattest du irgendwelche Verletzungen oder ähnliche? Ja, also ernsthafte? Ernsthafte Verletzungen nicht, aber Schulterprobleme, das ist völlig klar. Ja. Aber ich habe weder mit den Knie oder mit den Hüften Probleme. Also es geht mir körperlich gesund und ich bin organisch auch gesund. Und okay. Du hast immer Untersuchungen regelmäßig und okay. Wie hast du denn über die ganzen Jahre trainiert? Du hast jetzt gesagt, vorher mit Arnold habt ihr immer sehr schwer trainiert. Ich habe immer schwer trainiert, auch mit Arnold nicht mehr da. Ja. Ich habe immer schwer trainiert und war nie von der leichten Seite. Okay. Sondern ich habe immer alles gegeben, aber mit der Zeit, mit den Jahren, muss man natürlich immer zurückstecken. Ja. Das geht dann nicht mehr so. Ne? Aber ist trotzdem, ich trainiere heute noch 5-mal in der Woche. Ja. Und immer eine gute Stunde auf Vollgas. Ja? Ja. Also es ist kein Unterschied da in der Richtung. Ja. Nur mit weniger Gewicht. Ne? Ja. Aber die Intensität ist immer noch die gleiche. Ja. Ich höre raus, das Training macht dir immer noch so viel Spaß wie früher. Das hat sich so nie geändert. Ja, es wird ein Leben lang so bleiben. Für mich ist Bodybuilding die schönste Lebenssache und eine Lebenseinstellung. Ja. Weißt du? Ja. Ja. Ich habe sehr viel gewonnen aus dem. Ja. Ich bin gesund, bin schon 75 und mit meinem Alter, dann kann man sagen, habe ich das Richtige gemacht. Ja, also du wirst wahrscheinlich wenige kennen in deinem Alter, die ähnlich sehr wenige, fit sind. Ja, sehr wenige. Ja. Ja. Wie sieht da deine Ernährung aus? Bist du da sehr streng? Ja. Seit 20, 30 Jahren oder siehst du das eher entspannt? Ich muss sagen, die letzten 10 Jahre achte ich ganz genau auf meine Ernährung. Okay. Deswegen, weil ich war auch einer, der gerne genascht hat. Ja. Süß, die Torte gegessen und so weiter. Und, aber gesundheitlich ist mir nicht gut gegangen. Ja. Ich habe immer Magenprobleme gehabt. Ne? Okay. Und übersäuerten Magen. Ja. Und dadurch habe ich angefangen zu überlegen, was kann ich machen. Ja. Habe die Anabole-Diät gemacht. Ja. Und seit ich diese gemacht habe ich allein 4% Körperfett verloren. Okay. Gewicht habe ich keins verloren. Ja. Aber ich bin komplett gesund geworden dadurch. Okay. Also ich habe keine Lust mehr auf Süßigkeiten. Ja. Trinke auch keinen Alkohol. Ja. Ja, rauche ich sowieso nicht. Also das sind ja die Grundvoraussetzungen. Ja. Ich sagen, ich habe dadurch gewonnen. Und kann nur jedem empfehlen, die Ernährung muss man umstellen. Die macht 70% macht die Ernährung. Wie hast du dich vor beispielsweise 20, 30 Jahren ernährt? Ja, da habe ich ja gesündigt auch inzwischen. Ja. Aber wahrscheinlich nie extrem, oder? Ja, nie. Ich habe nie Alkohol getrunken. Ne? Ja. Also, es ist mir gesundheitlich auch nicht schlecht gegangen. Aber ich habe nur Probleme gehabt, wenn ich zu viel Süßigkeiten gegessen habe, aber oder Alkohol getrunken habe, dann weiß man halt nicht, da ist ja gut am nächsten Tag. Okay. Oder wenn dann auch Probleme kriegt. Ne? Ja. Aber das geht ja jedem so. Ne? Du hast ja jetzt viel Erfahrung. Welchen Stellenwert würdest du Supplements geben im Bodybuilding? Ja,
Supplements, es wird leider wird das übertrieben, das Ganze. Ja. Das Wichtigste ist, eine gesunde Ernährung, ja, also nicht von Supermarkt, sondern ja, selbst kochen, Fleisch, Gemüse, mhm, und da ist alles wichtige Supplement drinnen. Ja. Das ist alles da. Braucht man kein Pulver. Da braucht keine Supplemente. Ja. Ja. Also Aminosäuren schon, ja, das ist ganz gut, weil die Regeneration besser ist. Ja. Und Eiweiß sowieso, ne? Ja. Und Eiweiß ist, ob das jetzt in Form von Fleisch, Fisch oder Milcheiweiß ist, aber Eiweiß ist der Baustein der Muskulatur. Ja. Ne? Hast du in deinem Leben viel Geld irgendwie für Supplements ausgegeben? Nein, nie. Also nicht. Du warst immer jemand, der sehr auf die Ernährung und Training gesetzt hat. Immer auf die Ernährung schaut und aber auch nicht mit dem Stoff übertrieben. Ja. Nein, das war für mich ein Tabu. Ich habe gedacht, wenn ich alles reinhaue und wenn ich morgen bin und übermorgen tot bin, was bringt mir das? Auch nichts davon. Was bringt mir das? Und dadurch bin ich auch so alt geworden. Ja. Und heute ist noch immer. Also, es ist, wenn man das vernünftig macht, dann ist es kein Problem. Aber wenn das Problem wird dann, wenn man glaubt, man wird mit dem ran, dann wird es ein Problem. Und wenn du nicht rechtzeitig damit aufhörst, wenn du schon merkst, dass du nicht gut tut, dann hast du ein Problem. Du hast ja jetzt wahrscheinlich viele Leute kennengelernt, die auch gestofft haben. Wie geht's denen heute so? Haben es da die meisten übertrieben oder haben die meisten so einen gesunden Weg gefunden? Ja, es ist halt so. Wenn einer sagt, du, ich nehme jetzt 1000 Milligramm in der Woche, beispielsweise, dann sagt er, der nimmt 1000, dann nehme ich 2000, dann wäre ich doppelt so gut. Ja. Was? So läuft das hin. So glauben die Leute. Ja. Ich glaube, wenn sie viel mehr das sie nehmen, desto besser werden sie. Das stimmt aber nicht. Ja. Das stimmt nicht. Also, es kommt immer darauf an, mit Kopf zu machen, sich gut zu ernähren, das ist immer wieder das Wichtigste. Und dann mit Kopf das machen und dann auch aufhören, wenn du merkst, dass es nicht mehr geht. Ja. Und da habe ich einen ganz guten Freund verloren, der Münzer Andi. Okay. Der hat bei mir trainiert im Studio. Ja, okay. Ja. Und leider, muss ich sagen, hat sein Ehrgeiz. Der Ehrgeiz. War zu viel des Guten. Ja. Ja. Und das war aber keine Lehre für andere. Ja, wir machen nach wie vor, hauen die alles rein, was geht. Ja. Und in der heutigen Zeit ist es ja so schlimm, weil es über das Internet so viel Mist am Markt ist. Ja. So viel Gift. Ja, es ist auch leichter ranzukommen so als ist früher. Das, ja. Und das Gift macht den Menschen kaputt. Ja. Wie war das denn früher? Weil heute gibt es nachgemachte Medikamente etc. Gab es ja früher alles nicht. Wo hat man denn da seinen Stoff herbekommen? Hat schon gegeben. Ja? Ja. Das hat sogar von Arzt gekriegt. Ja. Es gibt es heute nicht. Das also ganz schwer nur noch. Ja. Aber natürlich auch mit Kopf, nicht? Weil der Arzt hat uns ja untersucht auch. Ja. Er hat gesagt, es müsst aufpassen. Okay. Das und das ist gefährlich, ja? Ja. Also er hat uns schon aufgeklärt. Ja. Aber es hat damals schon gegeben, aber nicht in dem Ausmaß wie heute. Ja. Das ist heute lachen die, wenn du sagst, das hast du genommen. Ja, das haben heute, wahrscheinlich nimmt schon Einsteiger mehr als ihr früher. Ja, wenn ich jetzt an einer deutschen Meisterschaft gehe, was kann ich da gewinnen, wenn ich nicht volles Programm fahre? Ja, wahrscheinlich nicht so viel. Nein, so ist es. Wie würdest du sagen, damals, also falls du was dazu sagen möchtest, hatte da der Arnold nicht wie der Andreas so einen übertriebenen Ehrgeiz, sondern war da auch jemand, der immer mit Köpfchen gearbeitet hat? Ja, erstens einmal hat es die Sachen noch nicht gegeben, was der Andi gehabt hat. Ja. Das hat es nie gegeben. Und zweitens, der hat so eine gute Genetik, der Arnold. Ja. So eine gute Genetik. Der hat essen können auch, sehr viel essen können. Ja. Und dadurch hat er gar nicht so viel Stoff gebraucht. Okay. Also das Wenige, was er genommen hat, hat er schon gekriegt. Also würde was er dann weitergemacht in Amerika, das weiß ich ja nicht. Ja. So viel ich weiß,
wie er noch auch in München war, ja. Das war nicht so tragisch. Okay. Also würdest du sagen, dass man schon damals gemerkt hat, so von der Veranlagung her, ja. Die war schon überdurchschnittlich gut. Ja. Ja. Als ich sofort angesprochen bin. Also okay. Und unser unbändiger Ehrgeiz beim Training. Also war so der perfekte Mix praktisch. Ja. Also es gibt es einmalig, es gibt kaum einen zweiten, der so eine Karriere schafft wie er. Das wird es nicht nochmal geben, das stimmt. Hast du noch mal jemanden kennengelernt in deinem Leben, der, wo du gesagt hast, okay, der hat eine ähnlich gute Veranlagung, nur jetzt was das Bodybuilding angeht? Ja, schon. Das war komisch, klingt's, aber es ist ein Russe. Okay. Er hat bei mir in Graz trainiert, 3 Monate, der Ibrahimov. Mhm. Und das Ebenbild von Arnold. Okay. Mein Gesicht. Seine Figur, Ebenbild. Ja. Nur leider ist er Russe, gell? Ich kann nicht mehr raus aus Russland. Also okay. Kaum. Und also er ist wirklich ein, wir haben Kontakt über Facebook. Ja. Und schreibt man regelmäßig, aber er trainiert brav. Aber es ist ja schwer in Russland, gell? Ja, das stimmt. Aber ja, der schaut ihn an, ist so stark ähnlich. Unglaublich. Okay. Gut. Was würdest du den jungen Leuten mitgeben, die heute den Bodybuilding-Sport betreiben? Was hast du in über 50 Jahren Bodybuilding gelernt? Und wenn du heute noch mal jung wärst, was würdest du da deinem jungen Ich sagen? Ja, es ist ja so, es gibt halt 2 verschiedene Typen. Der eine sagt, ich möchte der Beste werden, geht auf die Bühne, trainiert dafür. Und der andere sagt, der möchte es auch. Aber er kann das Ziel nie erreichen, weil ihm der Ehrgeiz fällt, weil ihm der Biss fällt. Ja. Und mit jedem Einsatz die Gesundheit aufs Spiel setzen, das steht nicht dafür, das sage ich. Ja. Weil, wenn ich sage, wie ich schon gesagt habe, heute was nehmen, morgen gewinne und übermorgen tot bin, das steht nicht dafür. Ja, das ist der Sport, das ist es nicht wert. Und Schöne ist ja, wenn man sich körperlich fit hält, wenn man sich zeigen kann, der Körper ist gut austrainiert, das ist eh schon was Schönes. Mhm. Da muss man nicht unbedingt auf die Bühne gehen. Nee. Es sind nur ganz wenige, die das schaffen dann. Ganz vorne bei der Weiße sein, ne? Ja. Das ist ja heute bei den Amateuren ganz schwer schon, an die Spitze zu kommen. Man muss sehr viel Geld investieren. Ja. Und die meisten haben das Geld ja nicht. Ne? Ja. Da lebt er von der Hand im Mund irgendwo. Oder, ja, das ist. Ja. Das steht nicht dafür. Ist ein teures Hobby. Sehr teures. Ja. Gerade dann, wenn man auch Profi werden will. Ja, dann. Ganz arg. Nicht? Aber bitte. Jeder kann mit seinem Körper machen, was er möchte. Nicht? Ja, wenn ich sage, ich habe die Chance, dass ich Olympia, Mr. Olympia wird, dann muss ich dementsprechend trainieren und mich ernähren. Und dementsprechend auch investieren für das ganze Equipment. Ja. Verfolgst du heute noch so den Bodybuilding-Sport, auch Mr. Olympia und sowas? Ja, schau mir aber nur ein Ding an, im Internet. Okay. Aber ich war ja sehr viele Jahre selbst Kampfrichter. Ja. Wettkampfrichter bei Amateuren und Profi. Und so auch zu unseren österreichischen Meisterschaften bin ich natürlich immer gern gesehen dort. Und es ist natürlich so, dass es schon sehr viele gute Leute gibt. Aber an die Spitze zu kommen, ganz drauf, das schaffen nur ganz wenige. Und es ist halt, einen Einsatz zu bringen und Profi zu werden. Was kann man in Österreich als Profi verdienen bei uns? Gar nichts. Ja, nee. Also wenn man wenn viele Follower hat, schon. Selbst ein Fitnessstudio hast oder dass du einen Sponsor hast, sonst wird das nicht gelingen. Ja, also heute ist ja so, wenn jemand auf Facebook etc. viele Follower hat, dann kriegt er auch viele Sponsorings, also Sponsorenverträge und kann auch gut davon leben. Da geht es dann auch gar nicht mehr so sehr darum, ob das ein guter Sportler ist. Ja. Der muss ja gut verkaufen können. Ja, richtig. So ist es, ne? Richtig. Ja?
Das ist heutzutage so mit das Wichtigste, ist gar nicht so wichtig, ob man jetzt der beste Athlet ist oder nicht. Es sei denn, man macht bei Mr. Olympia mit. Ja, ja. Okay, hast du noch irgendwelche letzten Worte an unsere Zuschauer? Für die Zuschauer habe ich. Auf YouTube. Also, ich muss sagen, trainierst weiter brav, schaut, dass du in Form bleibst, tut euch gesund ernähren und ich wünsche euch alles Gute. Alles klar, gut. Dann danke fürs Zuschauen und wir sind raus.